Hallo! Lang, lang ist her, dass wir uns das letzte Mal in einem Dual Universe Video von mir gesehen haben, oder besser gesagt gehört haben. Denn es ist ruhig geworden, oder es war ruhig um Dual Universe. Ich habe euch zuletzt ja vom PTR oder PTS, also vom Testserver zumindest, das Asteroid Mining mal gezeigt zuletzt. Und das hat mich nicht so ganz abgeholt, hat mich nicht so ganz begeistert. Aber mittlerweile haben wir die Version 0.27 auf dem Live-Server, und zwar das Demeter-Update. Und das hat ein sehr, sehr, sehr cooles und gewaltiges Feature mit sich gebracht, und zwar das Auto-Mining. Das Auto-Mining kommt noch mit ein paar anderen Sachen hinterher und ja, tut eigentlich das ganze Spielsystem extrem umkrempeln. Man kann eigentlich schon fast sagen, dass Dual Universe zumindest vom Mining her komplett neu gestartet wird. Natürlich die Ressourcen und so weiter sind geblieben, die man schon vorher hatte. Aber alles, was man jetzt erneut ermeint, das müssen wir ein bisschen anders, ja, kommen. Aber das Ganze schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Wie immer für meine Videos, es gibt hier Kapitel, also ihr könnt unten einfach ein bisschen nach vorne springen, wenn ihr schon was kennt oder was Bestimmtes euch mehr interessiert. Wir werden uns die einzelnen Punkte des Updates einmal anschauen. Ich werde aber für gewisse Punkte noch einzelne Videos extra machen, wie zum Beispiel die Autominer selber. Die werde ich in einem separaten Video einmal erklären, weil das ein bisschen komplexer an sich ist. Ja, fangen wir mal hier im Spiel an. Ich bin mal eben in der VR-Sitzung sozusagen auf meiner Heimat Stützpunkt, ne, auf dem Medis. Den kennen ja vielleicht einige von euch noch. Und ja, hier hat sich was getan, denn wir fangen einfach mal mit einem Feature an. Und zwar wurde das Terrain einmal resettet. Das heißt, unsere Basen sind weiterhin vorhanden. Aber halt der Boden, der wird einfach wieder komplett wieder am Anfang war drüber gelegt. Also so, wie die Planeten und Monde alle jungfräulich waren, ohne Löcher. Und ja, das führt eben dazu, dass ihr einmal ja, alles ausgraben dürft, ne? Also eure Strukturen sind da drunter und ja, das ist aber kein so großes Problem, einfach buddeln, auch eure Konstrukte, also eure Raumschiffe oder so, könnten sein, dass die vergraben sind. Ihr könnt dafür aber auch den Support anschreiben, dass die ja, das einmal freilegen, denn ich habe wohl ein Tool, ich weiß noch nicht, wie genau das funktioniert, also wenn ihr natürlich größere Bunkeranlagen habt und die frei haben wollt, vielleicht ist genau da das Richtige, da einfach sich an den Support wenden, das haben sie auch so geschrieben, Nova Quark. Und die haben da wohl ein Tool, dass die wohl die Konstrukte dann freiräumen können. Ich glaube, hierfür finde ich, also für meine Basis finde ich es noch ganz interessant, weil gewisse Ecken, die will ich vielleicht nicht freigeräumt haben. Jetzt fragt euch natürlich, warum wurde dies gemacht? Warum wurde das ganze Terrain einmal komplett wieder überflutet? Es liegt daran, dass die anscheinend ein bisschen was an der Engine auch gemacht haben. Das heißt, wenn wir das hier einmal bearbeiten, dann ist das Ganze ein bisschen smoother als gewohnt. Ich mache mal hier ein bisschen Licht an, leider ein bisschen dunkel auf Medis. Also die Sachen runden sich so ein bisschen ab und es gibt nicht mehr so viele spitze Kanten, wie man es hier sieht. Na, wenn ich hier so reingrabe, es ist viel smoother und viel angenehmer. Und dadurch ist es wesentlich einfacher, ja, hier zu modellieren, nenne ich es mal. Denn modellieren wird zum größten Teil das Einzige sein, wofür wir es eigentlich nutzen müssen. Zumindest auf Planeten und Monden. Denn wenn man einmal hier schaut, die haben diese Änderung ganz bewusst gemacht, denn wir können nicht mehr grenzenlos bis zum Planetenkern graben. Ihr kennt das ja, die ganzen Waben, also unsere Felder, die verjüngen sich so ein bisschen zur Mitte des Planetenkerns. Und beim Planetenkern, da kann man schon mal so 50, 60 Kilometer reingraben, bis man in der Mitte ist. Da ist man irgendwie so grob schwerelos. Es gab ja einige, die es gemacht haben und als Point of Interest sozusagen, als VR-Einheit gemacht haben. Das ist nicht mehr möglich, denn wie man hier auf der Grafik sieht, man kann nur noch eine gewisse Tiefe vordringen. Beim Mond ist es wohl so 20% des Radius, in dem man halt vorgraben kann. Oder Maximum wohl 5 Kilometer. Ja? Und dann ist so eine Art, ja, ich sag mal, Kern oder wie kann man das noch anders nennen? Man könnte halt Grundgestein oder so sagen. Da kommt ihr nicht durch. Solltet ihr ein Objekt darunter eingebuddelt haben, zum Beispiel eine Bunkeranlage, weil ihr 20 Kilometer unter der Erde sein wolltet, dann sollte die wohl nach oben gehoben sein, dass die halt über dieser Grenze ist. Also die ist nicht verloren. Ansonsten natürlich auch nochmal an den Support wenden, sollte da was passiert sein. Der Grund dafür ist, dass sich das Mining-System, wie ich am Anfang schon in der Übersicht angedeutet habe, das haben sie komplett einmal verändert. Denn ihr müsst nicht mehr graben zum Minern. Oder besser gesagt, ihr braucht es nicht. Denn wenn ich einmal hier mit meinem Scanner rüberlaufen würde, werden wir nichts finden. Denn Planeten und Monde beinhalten keine Erze mehr. Was am Anfang erstmal ein großer Schock ist, wenn man sich fragt, hey, ja, nu, das war doch irgendwie vielleicht interessant. Das Mining, was man bisher kennt, also mit Triangulieren, mit den Scannern und so weiter, das gilt jetzt nur noch für das Asteroid Mining. Das haben sie noch ein bisschen weiter überarbeitet. Das zeige ich euch auch nochmal separat im Video.
ist ein bisschen besser wohl geworden als das, was wir uns letztens angeschaut haben. Also man braucht wohl nicht mehr ganz lange einen zu finden. Und man hat auch in der Safe Zone höhere Materialien in den Asteroiden drin. Wie gesagt, mache ich aber ein separaten Video. Das gehört nicht so direkt zum Patch dazu. Das wird noch die Möglichkeit sein, selber manuell Erz zu finden. Und ja, hier werden wir es mit den Autominern machen. Komme ich aber gleich zu. Bevor wir zu den Autominern kommen, müssen wir uns aber erstmal noch mit den Gebieten selber beschäftigen. Denn es hat da miteinander zu tun. Deswegen muss ich auch beides mal kurz ansprechen. Da wir jetzt keine Erze mehr finden können, können wir nämlich jetzt Autominer aufstellen. Die können wir aber nur aufstellen, wenn uns ein Grundstück gehört. Also wir können es nur auf der entsprechenden Wabe aufstellen. Und um das Ganze ein bisschen zu begrenzen und um dann auch noch natürlich eine Art, ich sag mal, Kostenfaktor zu generieren, müssten wir nämlich unsere Grundstücke jetzt bezahlen und das wöchentlich. Ich bin mal wieder zurück auf Elliot und habe hier meine drei Waben. Und wenn wir die Waben hier anklicken, leuchten hier gerade so leicht blau. Und dann sehen wir schon, dass wir hier ein Saldo haben, also ein Guthaben sozusagen. Hier zum Beispiel noch keins, das habe ich noch nicht eingezahlt. Momentan ist der Status aktiv, denn unser Gebiet ist noch bezahlt. Das liegt auch am Patch. Ich glaube, 14 Tage haben wir nämlich gerade sozusagen geschenkt bekommen. Ich klicke einfach mal hier auf den Pfeil drauf. Das können wir auch über unser Wallet machen. Da haben wir nämlich unsere ganzen Territorien. Einmal auch geordnet nach Fossil Industries. Das wäre jetzt meine eigene Orga. Ich kann es natürlich als mein persönliches Wallet sozusagen machen. Das sind meine beiden Gebiete, die mir selber zustehen. Oder natürlich auch andere Orgas, wo ich dann drinnen bin. Da habe ich dann eben auch Zugriff drauf. Und da müssten wir jetzt was zahlen. Und zwar, wenn wir ein Gebiet claimen, müssen wir einmalig 500.000 Quantas zahlen. Und dann müssten wir wöchentlich 1 Million zurzeit zahlen. Ich sag mal zurzeit, weil ich nehme mal an, dass sie es vielleicht noch so ein bisschen balancen wollen. Vielleicht über die Planeten. Es hieß zumindest, glaube ich, auch in den Patch Notes, dass es zurzeit eben so ist. Und wie laden wir das Ganze auf? Wir tippen einfach hier unsere 1 Million rein und platzieren das sozusagen. Und dann ist das Guthaben hier drauf. Und wir können auch im Voraus bezahlen. Wir können das Ganze im Voraus bezahlen und zwar mit ganzen 13 Wochen. Also wir können 13 Millionen reinlegen und dann ist es für 13 Wochen das bezahlt und es läuft nicht aus. Jetzt fragt ihr natürlich, was passiert, wenn es ausläuft, ist es dann weg? Nein, nicht so schnell. Ein Territorium, was nicht mehr bezahlt ist, wo die Steuern sozusagen ausgelaufen sind, das wird erstmal offline geschaltet. Und offline heißt nicht, dass es weg ist oder unsichtbar wird. Nein, alle Gebäude, die draufstehen, funktionieren sozusagen nicht mehr. Also eure Industrie bleibt stehen, eure Autominer bleiben stehen. Ich glaube, ihr könnt auch gar nicht mehr buddeln oder sowas. Also es ist sozusagen einfach lahmgelegt, es ist offline. Das Ganze wird aufgehoben, sobald es wieder bezahlt. Hier gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar, wenn es zum Beispiel sich wie bei mir hier gerade um das Firmengrundstück handelt oder auch normale Grundstücke können halt so betroffen sein, dann ist es freigegeben zum Claimen. Also sprich, fremde Personen, wenn das Grundstück gefällt, die können es selber versuchen zu claimen und es euch sozusagen wegnehmen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was mit den Gebäuden dann passiert, ob die einfach übernommen werden oder abgenommen werden. Aber auf jeden Fall wäre halt das Grundstück eben weg und würde den Besitzer wechseln. Das geht wohl aber nicht so schnell. Das heißt, sobald es möglich wäre, weil es offline ist und ein anderer das claimt, dann kriegt ihr die Benachrichtigung, dass das claimen will. Und ihr habt wohl 14 Tage Zeit, noch darauf zu reagieren. Also so lange muss er warten, wenn ihr bis dato eure Steuern, sozusagen eure Gebühren wieder bezahlt, also die 1 Million, dann wird das Claim wohl abgebrochen und behaltet das. Also es ist nicht ganz so tragisch. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, hey, was mache ich denn, wenn ich mal eine längere Pause mache, weil ich zum Beispiel mein Abo nicht zahlen möchte, weil ich gerade nicht Zeit oder Lust für das Spiel habe. Unsere eigenen Grundstücke, ich bin jetzt mal wieder in die Übersicht nach Medis gegangen, also die grünen Leuchten, die wir selber benutzen, die können wir als Hauptquartiere, als Headquarters, so zu Englisch, ne, können wir dann ja einmal hinzufügen. Das würde einfach jetzt hier über die Karte gehen mit Rechtsklick, ne, Set as Headquarters. Und das umgeht sozusagen die Möglichkeit, dass ein anderes claimen kann. Also selbst wenn ihr das nicht bezahlt habt und dieses Grundstück offline geht, ist es für unbestimmte Zeit einfach offline. Man generiert da halt natürlich nichts, aber es geht nicht verloren. Es kann auch keiner claimen, es kann keiner was machen. Und diese Headquarters, also diese Hauptquartiere, da können wir bis zu 5 voll setzen. Geht aber nur mit unseren eigenen Gebieten. Wenn das Gebiet der Firma, also unserer Orga, gehört, damit geht es nicht. Und sie haben auch schon geschrieben, dass die das halt im Auge behalten und eventuell auch noch ein bisschen ändern, also dass man vielleicht ein paar mehr dazu bekommt. Ist natürlich dafür gedacht, für Leute, die dann eine längere Pause machen müssen oder möchten, dass die natürlich nicht alles verloren, sondern dass man gewisserweise safe ist. Kann sich natürlich auch bis zum fertigen Spiel dann hinterher noch ein bisschen ändern. Des Weiteren soll auch der Besitz eines Gebietes abgegeben werden können oder eben ja, verkauft werden können, wenn ich es richtig verstanden habe. Bin noch nicht ganz sicher, ob das gerade drin ist. Also ich entdecke das Upgrade auch noch so ein bisschen. Aber man soll auch eben so Gebiete sozusagen tauschen, verkaufen können etc. Ich glaube sogar mit den Konstrukten, die dann eben draufstehen, wenn man zum Beispiel eine Mine hat etc.
um das Thema mit den Gebieten kurz abzuschließen. Es gibt auch noch ein paar Visual Improvements, und zwar von Yago und Tioma. Wer dort zu Hause ist, der wird es wahrscheinlich feststellen. Ich war, glaube ich, auf den beiden Planeten noch nicht. Aber die Biome wurden da wohl angepasst, auch mit wohl schönen Schneeeffekten und so ein Kram. Also da werdet ihr auch natürlich Änderungen einmal feststellen. Die Biome hier sind ja schon vor einiger Zeit erneuert worden, falls ihr schon eine längere Zeit nicht mehr reingeschaut habt. Ne? Auf Elliot zum Beispiel sind die Wälder viel dichter, sind viel mehr Details dabei. Und performance-technisch muss man sagen, ist im Update auch wieder deutlich besser als vorher. Vorher hatte ich hier extreme Probleme, zumindest bei Tag durch die ganzen Schatten, aber es ist hier ziemlich flüssig geworden eigentlich. Ja, kommen wir aber jetzt zu dem Punkt, warum ihr wahrscheinlich auch eingeschaltet habt, und zwar das Kernfeature von dem ganzen Update, und zwar die Auto-Miner. Die werden das ganze Spiel einmal komplett umkrempeln. Ihr seht mal so ein schickes Teil hier vor mir. Im Spiel heißt das Ganze Mining Unit. Und was ihr gerade gesehen habt, das ist die L-Einheit, also ich sag mal eigentlich die Standardeinheit, die große Einheit. Sie ist relativ günstig eigentlich in der Herstellung, also die hat keine extrem hohen Teile, zumindest nicht die T1er. Wir brauchen einfache Fixierungen, Hydraulik, Erdscanner und einen Standardrahmen. Ist also relativ schnell machbar. Die einzelnen Units sind in den verschiedenen T-Stufen aufgeteilt. Das Ganze dient dazu, dass die entsprechenden Erze auch minen können. Also wir brauchen für ein T1, für ein T2 Erz brauchen wir natürlich auch eine T2-Einheit. In dem Fall eine Uncommand Mining Unit. Die braucht natürlich dann erweiterte Teile, also auch T2-Teile. Ich denke mal, das ist allen so weit klar. Und das Ganze geht natürlich dann eben hoch bis T5. Für den Anfang, also auch für die Sache, die wir im Nanofertiger bauen können, also für die, ich denke mal, Neuankömmlinge, da gibt es die Version einmal in T1 und in der Version S, also in wesentlich kleiner. Die hat weniger Ausbeute. Viel weniger Ausbeute ist natürlich unheimlich günstig. Ne? Nur ein paar Fixierungen, Hydraulik und Erdscanner und Rahmen. Das ist so für den Start, denke ich mal, gedacht, wenn man eben noch keine kleine Industrie aufgebaut hat. Die Miner selbst haben ein kleines Interface. Wie schon gesagt am Anfang, ich werde einen separaten Guide dafür machen, weil es ein bisschen komplexer ist. Letztendlich können wir mal hier sehen, was so passiert. Also wir minen pro Stunde sozusagen. Also jede Stunde wird sozusagen eine Batch fertig und dann wird das Erz in eine Kiste reingeschmissen, mit der wir das Ding verlinkt haben. Das große Teil hier würde 123 Liter erzeugen, und zwar von Hämatit. Ist halt nicht besonders viel, das läuft aber 24 Stunden durch und erzeugt immer was. Man hat eine gewisse Wartung von den Geräten, man muss also händisch mal alle paar Tage mal ran und das Ding kalibrieren, damit das halt verlustfrei arbeitet. Ansonsten wird irgendwann den Betrieb sozusagen einstellen. Das Besondere ist beim Kalibrieren, das ist ein kleines Minigame, wie gesagt, werdet ihr dann im Guide sehen, dann wird noch zusätzlich ein bisschen Erz erzeugt. In dem Beispiel hat das Minispiel, ich glaube, 4000 Erze rausgeworfen. Das spawnt dann sozusagen irgendwo im Gebiet, wo man es eben gefunden hat. Da kann man halt einen Punkt hinmachen. Man geht also direkt dahin und würde das Ganze dann aufsammeln. Die Mining Units, die können nur auf geklemmtem Gebiet gestellt werden, also müssen wir besitzen. Oder wir müssen die Rechte dafür haben, dann können wir die draufstellen, dann arbeiten die, und die arbeiten über einen Ressourcenpool. Man sieht ja links die Ressourcen im Interface davon. Man kann auch mit den Gebietsscannern solche Scans dann eben erhalten. Die Gebietsscanner sind aber eher für Gebiete gedacht, die man sich sozusagen anschaut, also die man sozusagen einfach nur scannt, wo man dann eventuell dann erwägt, drauf zu siedeln oder das Gebiet zu claimen, um halt Mining Units oder eine ganze Mine eben besser gesagt hinzustellen, um das Erz zu erminen. Die Daten aus dem Gebietsscanner sehen dann nämlich jetzt so aus. Wir haben Liter pro Stunde. Und zwar hätten wir hier 112 Liter die Stunde von Kohle, 334 Liter die Stunde von Hämatit, ne, 30 Liter die Stunde von Quarz und 69 Liter die Stunde von Bauxit in dieser Wabe. Und das sind unsere wünschenswerte Ergebnisse, nach denen wir suchen sozusagen. Ein höherer Ertrag pro Stunde ist halt toll und wollen wir den eben nutzen, um unsere Mining Units anzuschmeißen. Der Ertrag ist auch wirklich auf das limitiert, das heißt, nicht eine Einheit kann das rausziehen, sondern wir brauchen teilweise sogar mehrere Einheiten, um das sozusagen leer zu ziehen. So funktioniert das Ganze deswegen. Hier sieht man es schon mal im Hintergrund. Ich habe hier ein paar kleine, das sind diese S-Einheiten, die es ja auch noch gibt, die man am Anfang baut, aufgestellt. Die ziehen hier 62 Liter maximal raus. Das heißt, jede Einheit, die ich anschalte und die läuft, die würde halt von diesen 324 62 Liter
abziehen. Wie man hier sieht, von den 334 werden jetzt noch 27 frei. Das heißt, wenn ich so eine weitere Einheit aufstelle, würde die nur zur Hälfte sozusagen laufen und das noch die letzten 27 pro Stunde sozusagen auch noch abbauen. Das soll jetzt einmal zu der kleinen Erklärung von den Units gewesen sein. Wie gesagt, ich werde es dann nochmal komplexer machen. Und ja, das heißt an sich, jedes Gebiet ist limitiert. Das heißt, wir können so viele Units hinstellen, wie wir eigentlich wollen. Aber da gibt es eben die Grenze des jeweiligen Gebietes. Die Idee ist eben, dass wir mit dem Gebietsscanner einmal rumlaufen oder rumfliegen, die Waben neu einscannen und uns dann die beste Wabe aussuchen und da vielleicht eine Art Mine drauf platzieren. Also sprich ein Gebäude mit den Auto-Minern oder Mining-Units und das in so einer hohen Anzahl, dass die Wabe effektiv leer gemeint wird. Die Mining-Units selber müssen auf unserem Gebäude stehen und sie müssen Zugang zum Erdreich haben. Da muss der Strahl sozusagen draufkommen und sie müssen, wenn man mal guckt, mit einer Kiste verbunden sein. Also hier, das wäre die Kiste, wo meine Erze rein gelangen. Und ihr könnt euch schon denken, ja, ihr könnt diese Kiste natürlich verknüpfen mit weiteren Maschinen und so eine vollautomatische Produktion aufstellen. Ne? Ihr könnt dann halt mit den Veredlern daraus Waren machen, mit den Schmelzöfen dann eure Legierung erstellen, was ihr eben haben möchtet. Bei den ermeinbaren Ressourcen gilt weiterhin, dass die pro Planet oder auch Mond eben unterschiedlich sind. Kann man eben auf der Karte nachschauen. Zum Beispiel hier auf Alien Moon 4 ist Bauxit und Hämatit und Limestone drauf. Wenn wir einmal nach Mädis springen, ne, da haben wir dann zum Beispiel Natron und Garneriert, also Nickel. Das soll, glaube ich, auch gleich geblieben sein, wie es vorher verteilt war. Nur man muss halt jetzt die Waben finden, wo es drin sein kann. Ne, zum Beispiel, ich bin ja gerade auf eine Wabe auf Elliot, die zum Beispiel kein Kalkstein heißt, glaube ich, auf Deutsch hat. Ne? Und ja, müsste halt dementsprechend ein bisschen weitersuchen, wenn ich die Ressource haben will. Und wenn ich abbauen will, wie gesagt, brauche ich dann auch eine erweiterte Einheit, also eine T2-Einheit, die das dann auch eben abbauen kann. Die ganze müsste auch abwärtskompatibel sein, aber selber habe ich noch nicht ausprobiert, denn so weit bin ich hier gerade noch nicht. Ist alles noch hier im Aufbau auf Elliot. Ich fange jetzt gerade mal wieder so richtig an zu spielen hier. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung, was wir alles haben. Das ganze Terrain wurde einmal zurückgesetzt und ist hier nicht mehr, ja, ermeinbar. Es sind keine Erze mehr versteckt. Es ist nur noch für, ich sag mal, Dekozwecke, um eine Bunkerlage so zu bauen. Für das normale Mining, wie wir es bisher kannten, ist nur das Asteroid-Mining da. Also Asteroiden aufspüren und darauf können wir uns dann noch reinbuddeln und die ganzen Nodes mit den üblichen Methoden finden. Wir haben jetzt das neue, ja, Mining-System mit den Mining-Units, die halt über eine gewisse Zeit, also pro Stunde, immer Erträge uns erzielen. Das vollautomatisch mit einer gewissen Wartung, die wir über alle paar Tage ein bisschen eingreifen müssen, damit das nicht ausläuft. Wir müssen also aktiv sein. Und wir haben passend dazu, zu den einzelnen Gebieten, eine gewisse Gebühr, die wir bezahlen müssen, damit diese nicht offline gehen. Und das dient eben auch dazu, dass keine Gebiete verfallen werden. Die könnte man zur Not dann nämlich auch, ne, bei Spielern, die gegangen sozusagen, irgendwann kleben und es selber in Besitz nehmen. Hier muss man natürlich sagen, Meganodes gibt es so natürlich nicht. Das ist der, gehört der Vergangenheit an. Und wir werden uns jetzt gut verteilen müssen, Gebiete claimen müssen, um halt verschiedene Minen sozusagen zu errichten. Und die müssen wir dann entweder mit unserem Mission-System, können wir dann Sachen hin und her fliegen und mit der VR-Einheit ein bisschen arbeiten. Oder wir bereisen die selbst und holen uns in regelmäßigen Abständen unser Erz sozusagen oder unsere Produkte von den einzelnen Stationen und ja, kurbeln so hoffentlich die Wirtschaft an. Wie ist meine Meinung dazu? Meine Meinung ist, ja, es ist was Neues. Es macht das Spiel ja komplett irgendwie neu und erspielbar. Fraglich ist natürlich, ist eine extreme Umgewöhnung, wenn man jetzt bedenkt, dass man nicht so schnell Erz bekommt, sondern nur über die Zeit. Deshalb müsste wahrscheinlich mehrere Gebiete sich aneignen. Ich weiß auch nicht, wie groß die maximal stündlichen Abbauzahlen sind. Man muss natürlich überlegen, das geht permanent. Also auch wenn man mal ein paar Tage nicht spielt, hat man dann hinterher doch ein paar tausend Liter Erz einfach so drinne. Oder die Fabrik frisst es automatisch und macht tolle Produkte draus, weil darum muss man sich eben nicht mehr kümmern. Was auch interessanter ist, Monde, die vorher halt ja keine Funktion mehr hatten, weil sie eigentlich komplett durchlöchert waren und die tollen Ressourcen weg waren, die haben wieder eine Funktion. Man kann da hochreisen und versuchen, eine Wabe zu finden, also ein Gebiet zu finden, wo tolles Erz drin ist. Und da kann man eine Art eine Mondmine sozusagen draufbauen, wo die Mining-Units dann für uns ein bisschen, ja, Erzeugnis kreieren. Mal gucken, ob das Ganze so ertragreich ist, dass wir auch die Steuer der einzelnen Territorien zahlen können, weil theoretisch muss ja so ein Gebiet 1 Million mindestens in der Woche bringen, damit es irgendwie kostendeckend ist. Da bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Wir haben natürlich auch ein komplett neues Skillsystem für die Mining Units, das habe ich eben gerade noch nicht primär angesprochen.
Erkläre ich aber auf jeden Fall nochmal im Mining Unit Tutorial. Da gibt es eh noch ein paar Sachen, die man natürlich pimpen kann. Da gab es, glaube ich, auch ein kleines Reset bei den alten Mining Skills. Die wurden einmal resettet und man hat dafür, glaube ich, Punkte auch bekommen. Die ganzen Erze sind natürlich jetzt gerade sehr hoch im Kurs. Also so, ja, im Schnitt auf unserem Planeten hier haben wir so teilweise über 100 Quantas für einen Eisenerz. Liegt halt daran, dass wir natürlich jetzt im Boden nichts mehr so finden, nur in Asteroiden, also ein bisschen mehr Arbeit oder eben Zeit. Mal gucken, wie das über die Wochen einpendelt. Ich finde es halt recht angenehm, ist mal was Neues. Und in ein paar Wochen wissen wir eigentlich mehr, was die Leute draus gemacht haben. Ich finde es gerade wieder sehr interessant und habe auch mega Bock wieder aufs Spiel, vielleicht eine komplette automatische Fertigung zu bauen. Ich werde erstmal anfangen mit einer Fertigung von den Mining Units selber, um die vielleicht ein bisschen an den Markt zu bringen und natürlich auch für mich selber. Und mal schauen, wie man auch hier dann noch ein bisschen weiterbauen kann. Ne? Hier als kleines Projekt will ich ja so eine Art Academy bauen oder wollte die mal bauen. Jetzt wird es wahrscheinlich erstmal eine Fabrik und ein kleiner, ja, ich sag mal, Außenposten auf Elliot. Mal schauen, was wir in den ganzen Streams dann noch machen. Ich habe auf jeden Fall wieder richtig Lust bekommen auf Dual Universe und finde dieses Update auch erstmal sehr, sehr interessant. Also auf jeden Fall wesentlich besser als das letzte mit den Asteroid Mining. Das hat mich doch so ein bisschen nicht so ganz wirklich abgeholt. Und zusammen mit dem Mission-System könnte das alles ziemlich cool werden. Aber müssen wir natürlich erstmal abwarten. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt diese gerne natürlich unter den Kommentaren. Ich werde sie natürlich lesen und auch versuchen zu beantworten. Ich würde natürlich auch gerne wissen, was ihr von dem Update haltet. Wurde ja sehr kritisch gesehen. Manche haben gesagt, na, das macht das Spiel kaputt, wenn es Autominer gibt. Ich finde es erstmal interessant und würde erstmal sagen, wir warten erstmal ab und schauen uns das mal an. Könnte auch die Rettung von Dual Universe sein. Ja, oder der Gnadenschuss. Aber das werden wir erst ein paar Wochen sehen. Wir müssen erstmal ein bisschen es ziehen lassen. Vielleicht ist es ja genau der richtige Dreh. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim Mining Unit Video reinschaut. Wie gesagt, das wird auch kurz nach diesem rauskommen. Ich will das nur separat machen, weil ansonsten geht es ein bisschen unter. Die Dinger sind auch ein bisschen komplexer, als man erstmal denkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann mal tschö, bis zum nächsten Mal.